Herzlich willkommen auf 3165 Metern. Herzlich willkommen jetzt im Stubaital und ganz herzlich willkommen auch der Neuschnee. Es ist Schnee gefallen gestern am Sonntag, heute ist Montag und Anfang November. Wir stehen hier am Stubaier Gletscher, um genau zu sein, an der Schaufeljochbahn Bergstation. Und bei mir im Hintergrund unten liegt jetzt der Funpark zu sehen. Den siehst du unten. Ich versink hier schon im Neuschnee. Der Funpark, der gerade präpariert wird. Und hinten raus der Blick wunderschön Richtung Italien, Richtung Bozen, Meran. Dann können wir hier mal noch einen schönen Blick aus verschneite Zuckerhütte liegen, der da vorne liegt, der Berg. Und generell endlich dieses wunderschöne Winterpanorama. Der Schnee ist gefallen. Wir möchten in diesem Video mit euch die Bedingungen hier am Stubaier Gletscher klären. Ich werde jetzt insbesondere die Pisten rund um den Eisjoch befahren und gleich einmal auch runter zum Zweiersessellift bei der Wildspitz fahren. Und dann übernimmt Bastian, der gerade hinter der Kamera ist, das Video und zeigt euch den Downferner und auch die Downscharte und den Weg zum Gamsgarten. Ist wahrscheinlich für euch gerade eine ganz wichtige Information, ist dieser Weg zur Bergstation Gamsgarten jetzt auch schon geöffnet. Ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video und mit den Conditions, mit den Bedingungen hier am Stubaier Gletscher. Skier anlegen und dann legen wir los. Ja, nach den Schneefällen gestern, die rund 20 cm betragen haben, ist heute die Sonne eingekehrt und der Wind ist auch da, der den Schnee ein bisschen verteilt und auch bläst. Wir reden ungefähr von 40 km/h Wind und gestern, wie gesagt, 20 cm Neuschnee. Morgen allerdings sollen auch nochmal 20 cm laut Bergfex kommen, würde dem Stubaier sehr gut tun. Und am Ende der Woche, am Freitag raus, soll nochmal eine Ladung kommen. Also wir reden insgesamt von den Meldungen gerade von 60 bis 80 cm Neuschnee, die in dieser Woche fallen sollen. Wir hoffen, dass das auch tatsächlich so ist. Und jetzt würde ich sagen, bewegen wir uns mal Richtung Eisjoch. Ja, der Wind treibt einen hier auf den Eisjochferner raus und jetzt werfen wir mal den Blick hier rüber. Und was wir sehen ist, dass hier oben am Eisjochferner vor allen Dingen die Schaufeljochbahn läuft, die ist in Betrieb und auch der Schaufeljoch-Schlepplift ist in Betrieb. Was noch nicht läuft, ist die Eisjochbahn, der Vierersessellift hier, ist aktuell noch nicht in Betrieb. Und was eben auch noch nicht geöffnet ist, ist die Abfahrt von der Bergstation Eisgrat bis runter zum Gamsgarten. Und das bedeutet für uns, wir halten uns hier oben auf und fahren dann gleich nochmal mit der Schaufeljochbahn hoch, um dann rüber zum Wildspitz-Sessellift zu fahren. Alles klar, also auf geht's zum Skifahren. Genießt die Aufnahmen hier an dem wunderschönen Montagmorgen bei Sonnenschein und frischem Schnee. Auf geht's! Wunderbares Wetter, griffiger Schnee hier auf der Piste, ein bisschen aufgeworfener Schnee, der noch nicht fest präpariert wurde, aber das macht jetzt gerade auch richtig Spaß. Und jetzt nach dem verlängerten Wochenende, wo wirklich viele Menschen hier waren, ganz klar, ja, die Herbstferien waren noch, Allerheiligen, verlängertes Wochenende, jetzt an diesem Montag ist einfach weniger los und das macht doch jetzt gerade wieder richtig Freude. Schaut mal, wie schön sich hier die Piste erstreckt, kaum Menschen da, Genussabfahrt. Auf geht's, Basti, oder? So, jetzt aber, grüß dich. Alles klar? Ich wusste gerade nicht, ob die Kamera läuft. Die Kamera läuft, aber es ist nicht so tragisch. Erste Abfahrt, Eisjochferner, weicher Schnee auf der Piste. Da hilft wirklich auch wieder ein All-Mountain-Ski. Es ist nicht bretthart hier oben, sondern jetzt dieser neu gefallene Schnee muss sich erstmal setzen, muss erstmal ankommen. Und dann sehen wir hier vorne auch,
vom Downferner sind ein paar Leute schon in den Freeride-Bereich gegangen. Da müsst ihr natürlich aktuell sehr gut aufpassen. Es gibt noch keine gute Unterlage, ziemlich viele Steine, die rausschauen und natürlich hier oben am Gletscher auch die Gletscherspalten. Also da wirklich sehr gut informieren, bevor ihr in sowas hineinfahrt. Haltet euch lieber auf den Pisten an der Stelle und ich würde sagen, ab in die Schaufeljochbahn. Wir sehen uns gleich wieder. Und wieder angekommen, Bergstation Eisjochbahn und dieser wunderbare Blick Richtung Sölden, wo wir letzte Woche waren. Man sieht sehr gut da vorne die Gletscherstraße, die hochführt zum Rettenbach und zum Tiefenbachgletscher. Wir sehen auch sehr gut da oben das Ice Cube, wo James Bond gedreht wurde, am Geislachkogel und natürlich da unten das gesamte Ötztal, was dann rausführt Richtung Obergurgel, Hochgurgel, die ab dieser Saison übrigens Gurgel heißen werden. Das erfahrt ihr auch in Bastis neuem Interview mit Benny aus dem Grünwald-Ressort. Hier geht es jetzt für uns nochmal runter, die blaue 6 und zwar unten zum Zweiersessellift Wildspitz. Wir überprüfen hier nochmal die Bedingungen. Auch hier sieht es ähnlich aus, etwas aufgeworfener, frischer Schnee auf der Piste, ein bisschen buckelig daneben. Und unten würde ich sagen, übergebe ich dann die Kamera an Bastian, wo auf seinem YouTube-Kanal. Du meinst das Wort. Die Kamera habe ich. Die Kamera hat er schon, genau. Ja, stimmt. Ich übergebe das Wort. Ich übernehme die Kamera, so ist richtig, von Bastian. Und jetzt fahren wir erstmal noch eine Ecke. Was für ein wunderbarer Tag, was für ein sehr guter Montag an dieser Stelle. Nochmal ein Blick hier rauf auf die beiden Pisten. Links die blaue 6, hier auch ein Rennlaufkurs, der gesteckt ist, wo noch trainiert wird. Und wir reden hier über 3000 Meter gerade. Also diese Verhältnisse, die du hier siehst, sind auf 3000 Metern. Und in Bastis Video geht es jetzt gleich runter zum Gamsgarten. Das wird sehr spannend, um für dich auch mal einzuschätzen, wie es da an der Bergstation von der Gondelbahn aussieht. Ich würde sagen, ab in den Wildspitzlift hier. Der nimmt jetzt ein paar Minuten, ist ja ein älteres Modell, aber sehr idyllisch. Mag ich immer in dem Lift zu sitzen. Und dann sehen wir uns gleich in Bastis Video wieder. Oder ihr seht Basti. Ciao, ciao.